Hey und willkommen auf meinem Kanal. Hey und willkommen zum wohl besten Shooter im Play Store, dem besten Shooter auf Android-Geräten, Guns of Boom. Ich habe heute drei Gründe für euch, warum das Ganze der beste Shooter ist und an die Clash Royale und Clash of Clans Folge, Freunde von euch. Das wird natürlich jetzt nicht meinen Kanal bestimmen. Ich werde weiter hauptsächlich Clash of Clans und Clash Royale bringen. Ich möchte nur mal für ein bisschen Abwechslung sorgen und würde von euch gerne Feedback bekommen. Gerne auch ein negatives, wenn ihr das wirklich nicht sehen wollt, wenn ihr gegenüber Shootern abgeneigt seid oder wenn ihr generell dem gegenüber abgeneigt seid, dass ich andere Spiele als Clash of Clans und Clash Royale spiele. Auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Und wir suchen hier gerade einen Kampf, sind jetzt auch live im Kampf. Ich möchte noch ein bisschen was sagen, und zwar möchte ich mich entschuldigen, es kam länger kein Video, ich war erst in Paris und dann ist auch noch mein Handy kaputt gegangen, beziehungsweise der Akku. Und deswegen konnte ich erstmal keine Videos mehr aufnehmen, musste jetzt einen neuen Akku kaufen, jetzt kommen natürlich wieder Videos. Wir werfen da mal eine Granate rein, die hat nicht so ganz funktioniert, hat für einen Assist gesorgt, einen Kill haben wir vorher gemacht. Und wir kommen jetzt wirklich mal zu den drei Punkten, warum dieses Spiel denn der beste Shooter im Android Store sein soll, im Play Store, auf den Android Geräten. Wie man es nehmen will. Ihr wisst, was ich meine. Und der erste Grund dafür wäre, dass es hier ein Auto-Aim gibt. Es gibt einfach ein Auto-Aim. Wir haben jetzt hier gerade ordentlich auf die Mütze bekommen, aber der Auto-Aim, der ist, glaube ich, sichtbar. Man hat hier keinen Knopf, den man drücken muss, um zu schießen. Auch dieser Knopf hier, der so verdächtig danach aussieht, ist nur ein Zielknopf. Dann haben wir noch ein paar andere Knöpfe, die, zu denen ich später komme, die auch mit ein Grund dafür sind, warum das Spiel so gut ist. Und ihr seht schon, der schießt einfach automatisch. Das gibt einem viel mehr Freiheiten zu zielen. Das macht es einem viel einfacher zu zielen und macht auch viel mehr Spaß, als wenn man dann immer noch einen Button drücken müsste, weil das ja wirklich gar nicht nötig ist. Den dürften wir noch bekommen, der dürfte an den Folgen sterben, ja. Das ist auch ganz nice. Diese Waffe macht Feuerschaden und dann brennt der Gegner noch ein bisschen weiter. Und das war jetzt der erste Grund, dass er ein Auto-Aim hat. Und ich denke mal, so ein Shooter, das ist halt, ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr sowas sucht. Aber wenn man kein Shooter-Fan ist und so, es ist halt wirklich so, man schießt hier auf andere Leute, ich brenne gerade Leute und so. Das ist nicht harmlos wie Clash of Clans oder Clash Royale, das ist halt schon wirklich etwas. Aber ich denke, viele von euch spielen Shooter wie COD oder so einfach auf dem Computer, auf der PlayStation, ich weiß es nicht. Und ich denke, fürs Handy haben auch schon einige so einiges ausprobiert, wie zum Beispiel Critical Ops oder so. Und von daher denke ich, wenn man da was sucht, dann habe ich hier für euch auf jeden Fall einen heißen Kandidaten. Wenn ihr dem gegenüber ganz abgeneigt seid, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir kommen jetzt zum zweiten Grund, warum das hier einer der besten Shooter ist oder vielleicht sogar der beste, wie ich ihn jetzt deklarieren würde. Der zweite Grund ist einfach die Grafik. Ich finde diese Grafik von dem Spiel richtig schön. Sieht hier einfach richtig gut aus, es sieht farbenfroh aus, es ist gar nicht mal so realitätsnah, aber das muss ja auch nicht sein. Ich finde diese Spiele, die so unnormal realitätsnah sind, die Shooter, die machen das Ganze viel düsterer. Das hier ist eher so ein bisschen spaßiger, ein schönes Design, wie es ja aber auch bei Clash Royale und Clash of Clans ist. Das Ganze wäre vielleicht gar nicht so schön, wenn das Design nicht so geil wäre. Und deswegen ist wahrscheinlich Clash of Clans auch erfolgreicher als andere Spiele, wie zum Beispiel Castle Clash oder so, die ja eigentlich vom selben Inhalt her sind. Clash of Clans war natürlich auch der Vorreiter und so, aber es hat natürlich auch eine umwerfende Grafik. Das ist hier wieder der Fall. Wieder einen schönen Kill bekommen mit diesem Feuereffekt, der auch nach unserem Tod weiter währt. Und wir führen im Moment, das sind Online-Matches hier, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wir spielen online gegen andere Spieler. Team Deathmatch, wer die meisten Kills macht. Darum geht's. Hier schön einen abgestaubt. Und deswegen, ich finde, guckt euch das einfach mal an. Die Grafik ist umwerfend. Das sieht einfach richtig cool aus. Den könnten wir noch mitnehmen hier. Das war gut, da ist noch einer, dem können wir mal eine Granate geben. Ui, das hat gar nicht funktioniert, Leute. Auf jeden Fall ist das ein weiterer Grund. Und der dritte Grund, der mir so einfiel, ist die einfache Steuerung. Da kommt das mit dem Schießen schon so ein bisschen hinzu. Aber die Steuerung, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Man hat meistens nur vier Knöpfe plus dem Bewegungshebel. Also höchstens vier eigentlich. Ich habe noch nie mehr gesehen. Ich wüsste nicht, dass es mehr gibt. Der macht das richtig gut. Das hat er richtig gut gemacht. Sehr oft ausgewichen. Wenig Chancen da für mich. Er heilt sich jetzt auch hoch. Und dann kommen wir jetzt zu den einzelnen Knöpfen auch. Man hat hier Heilungsdinger. Ihr seht die hier fünf Stück. Ich klicke die nicht an, sonst werde ich direkt geheilt. Das bringt jetzt aber nichts, weil ich volle Leben habe. Daneben hat man Granaten, die kann man werfen. Und man hat hier noch ein Zielfernrohr. Ihr seht schon, wie das Ganze funktioniert. Habe das jetzt auch mal ganz gut eingesetzt, finde ich. Und dann wurde ich doch getötet, die haben mich von der Seite weggeholt, da kann man nichts machen. Ich bin noch nicht der übelste Pro in dem Spiel, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Skills, wenn man die so nennen kann. Und dann haben wir hier noch halt diesen Aim-Button und hier unten kann man die Waffen wechseln, da kann man zum Beispiel ganz vielseitig ein Scharfschützengewehr nehmen, was hier jetzt gerade gar nichts bringt, weil ich die Gegner gar nicht sehe.
Aber dann kann ich hier richtig schön einen mitnehmen. Ihr seht schon, dann stand aber direkt einer neben mir. Jede Waffe hat so seine Vor- und Nachteile. Es gibt noch, ich glaube, es ist in Maschinengewehre, normale Gewehre, Pistolen und so unterteilt. Es gibt, glaube ich, Schrotflinten und so. Und halt Scharfschützengewehre. Da ist schon einiges an unterschiedlichen Gewehren dabei. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Aber von diesen Granaten und so gibt es wirklich nur Heilungsgranaten und halt diese normalen Granaten. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Das macht das Spiel zu einem richtig coolen Spiel, das einfach zu erlernen ist. Und das Coole ist auch, man kann das sehr, sehr schnell spielen. Das heißt, das Spiel, man geht rein, startet das Spiel, man muss ein Tutorial machen, dann. Was war das denn? Da wurden wir am Ende nochmal richtig weggeholt, haben das Ding jetzt leider auch verloren, muss ein Tutorial machen und dann kann man hier direkt in den Kampf springen. Man kann dann wirklich hier, man geht auf zum Kampf, schon ist man drin. Wir machen es jetzt nicht nochmal. Wir sind kurz vor Level 10, ihr seht schon. Und mich würde, wie gesagt, freuen, wenn ein paar von euch das ausprobieren wollen, dann auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Dann könnten wir auch mal einen Community-Clan aufmachen. Dafür schreibt aber auf jeden Fall rein, ob ihr das Spiel auch spielt, ob ihr das feiert, dass ich mal was anderes gemacht habe und wie ihr das Spiel insgesamt empfindet und wie ihr auch die Art, wie ich das Ganze vorgestellt habe, jetzt empfunden habt. Es war mal ein kurzes Video, es wird auch wieder Clash of Clans und Clash Royale kommen, aber ich wollte einfach mal das hier bringen, weil es mir im Moment sehr viel Spaß macht. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Bis dahin, haut rein. Tschüss.